Daniel Hanoch und die Buben aus dem Konzentrationslager. Bei einem Morgenappell im Konzentrationslager Landsberg selektierte die SS eine Gruppe von 131 Buben im Alter von 11 bis 15 Jahren, die von anderen KZ-Häftlingen separiert und bewacht wurden. Diese Gruppe wurde ins Konzentrationslager Dachau überstellt, wo die Buben ihren Zusammenhalt und gegenseitige Solidarität entwickelten. Wolf Galperin, der ins KZ-Außenlager Landsberg mit dem Ziel, seinem jüngeren Bruder zu helfen, zur Gruppe kam, wurde zum Koordinator dieser Solidarität. Die Gruppe wurde ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Zwei Buben gelang die Flucht während dieses Transports. Einer der beiden hat den Krieg überlebt. In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 1944 trat die Gruppe von nunmehr 129 Buben einen organisierten gemeinsamen Einzug ins Vernichtungslager an, welcher von der SS überraschenderweise erlaubt wurde. Somit rettete der organisierte Zusammenhalt die Jüngeren unter ihnen vor der Selektion und der Ermordung. Während der Inhaftierung im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurden zwei Drittel der Gruppe ermordet. Im Zuge der Todesmärsche aufgrund der Auflösung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau wurde die Gruppe getrennt. Der größte Teil der Gruppe wurde nach Althammer getrieben und von dort mit dem Zug nach Mauthausen deportiert. Während dieses Transports wurden zwei getötet. Im Konzentrationslager Mauthausen setzten die Buben ihre Solidarität fort, welche ein wesentlicher Faktor für ihren Überlebenswillen war. Einer dieser 131 Buben war Daniel Hanoch. Er überlebte 6 Konzentrationslager. Seine Eltern und seine Schwester wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Zu Kriegsende wurde er von einer jüdischen Brigade entdeckt, die ihn nach Israel brachte. Auf dem Weg nach Israel traf er in Italien seinen Bruder Uri, der überlebt hatte, wieder. Seinen Bruder Uri hatte Daniel zuvor das letzte Mal im Konzentrationslager Landsberg gesehen. Uri verstarb in der Nacht vom 1. auf den 2. September 2015. Für Daniel Hanoch ist es ein großes Anliegen, sein Zeugnis über den Holocaust weiterzugeben und für ein Niemals wieder zu appellieren. Josef Klatt. Wir wurden vorsichtiger. Doch am 5. November kam es zu Verhaftungen in ganz Wien. Darunter war ich. Es folgten Tage und Nächte üblicher Verhöre, und mir wurde gesagt, dass bereits am 6. November 20 Menschen der tschechischen Sektion der KPÖ erschossen wurden. Und es werden sicher noch mehr. Diese Gefahr drohte auch mir. Ich bin einige Monate im Gefängnis auf der Elisabeth-Promenade in Einzelhaft, in der Zelle 28 gewesen. Eine äußerst schwere Zeit. Dann wurde ich ins Gefängnis am Mittersteig verlegt. Zwar wieder in Einzelhaft, doch die dortigen Justizwachebeamten waren wirklich noch Menschen. Und keine Nazischergen. Besonders zwei Namen werde ich nie vergessen. Der erste hieß Reiter, ein sehr ruhiger, besonnener Mann, der vielen Häftlingen Gelegenheit zu streng verbotener Zusammenkunft ermöglichte. Der zweite hieß Leitner, ein kleiner, rundlicher Mann, der ein wenig verrückt war, sagten wir, denn der litt tatsächlich mit uns Häftlingen. Er weinte fast, wenn ich vom Verhör vom Morzinplatz der Wiener Gestapo-Zentrale gebracht wurde und lamentierte, was haben die schon wieder mit dir gemacht? Und dann gab er mir ein Stück Brot oder eine angezündete Zigarette. Doch einmal im Juni 1942 bekam ich von ihm eine schallende Ohrfeige, nachdem er mir gleich nach dem Wecken gesagt hatte, in Prag haben sie den Heydrich getötet, und ich ihm geantwortet habe, Gott sei Dank ist das Schwein tot. Als ich ihn danach dumm ansah, schimpfte er mit den Worten weiter, du Depp, wenn das der Unrichtige gehört hätte, wärst du bereits hin. Ich werde den Zweien immer dankbar bleiben.
Und nicht nur ich. Bis zu seinem Tod vor 3 Jahren führte Josef Klatt den Gedenkzug bei den Befreiungsfeierlichkeiten in der Gedenkstätte Mauthausen an. Der Gedenkzug bestehend aus Überlebenden, Opferverbänden und Jugendlichen aus der ganzen Welt. Auch dieses Jahr finden die Gedenkfeierlichkeiten in der Gedenkstätte Mauthausen statt. Am 15. Mai ab 10 Uhr. Wir laden Sie herzlich ein. Gedenken Sie und feiern Sie mit. Das Thema des heurigen Jahres? Internationale Solidarität.